Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. Wir sind hier immer noch im Schützengraben unterwegs im Kampf gegen die Rebellen. Wir haben aber, glaube ich, letzte Folge schon alle erledigt. Ich dachte, wir müssen die Quest nur noch abschließen. Ich hoffe es zumindest. Liegt eine ganze Menge Munition rum. War halt auch alles nur Munition. Den Bunker angreifen. Okay, wir sind noch nicht fertig. Bewegung! Los, los! Das war ein Kinderspiel! Küsst du den Schrott immer noch, Coleman? Hey, wenigstens küss ich dem Sergeant nicht den Hintern. Gib mal her, was ist das überhaupt? Ist aus der alten Welt. Du verstehst das nicht. Du kannst ja nicht mal lesen. Tut mir leid, Oma. Hey, meine Oma war Generälin. Deine Kackfresse, ich kenne deine Oma gar nicht. Ja. Ich bekämpfe nicht dich. Oh, jetzt schon. Du kämpfst mit ihnen, also stirbst du auch mit ihnen. Gar kein Bock. Gegen den habe ich noch nicht gekämpft, auch nicht im Multiplayer. Da bin ich ja schon ein Stückchen weiter. Aber das habe ich wohl übersprungen. Generell habe ich noch nicht so viel gesehen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Hat aber gut Schaden gerade reingehauen. Also wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben. Aber an sich zeigt er alles an, was er macht. Ach shit. Wir haben halt null Deckung, ne? Zwei gleich, warum auch nicht? Solarexplosion, scheiße. Das hat uns aber erwischt. Wir brauchen Leben, wir müssen schießen, 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 schießen. Und das Ding, jawohl. Selbstverbrennung. Das ist dieser Move. Wir müssen uns das mal ein bisschen merken. Solarexplosion, weiß ich nicht. Das ist diese Bude. Flammensturm kennen wir schon. Müssen wir halt einfach ausweichen, ne? Aber er schießt auch so manchmal, ohne das, was da steht. Wandern, nee, das ist wandernde Flamme, okay. Jetzt kommt wieder eine Solarexplosion, also ausweichen. Wir machen Lavageschosse drauf. Aber bis jetzt geht's, aber ich sollte das immer nicht so laut sagen. Dann kommt immer irgendeine Scheiße. Und wenn er uns halt zweimal hintereinander trifft, sind wir tot. Also wir müssen schon ein bisschen drauf achten, ordentlich auszuweichen. Ach, Mist. Also irgendwie schießt er diese Solarexplosion auch schon, bevor der gelbe Balken da oben abgelaufen ist. Kam mir jetzt zumindest gerade so vor. Hälfte ist weg. Ah, shit, wir stehen hier drin. Ja, genau das meine ich. Wir dürfen uns halt nicht treffen lassen. Wo ist denn das Ding hin? Ist es weg? So Likes? Ja, jetzt wieder. Shit. Jetzt müssen wir aufpassen. Kaum noch Leben. Ja, zweimal hintereinander getroffen. Ganz schlecht. Komm schon, baller drauf. Wir brauchen Leben. Mehr Leben. Solarexplosion. Wir müssen die perfekte Sekunde abwarten.
in der wir vor dieser Solarexplosion wegspringen. So ungefähr ab der Hälfte des Balkens. Jetzt. Ja, ungefähr so. Ticken später geht noch. Zweite Fähigkeit lasse ich uns, weil das ist der beste Healer, den wir haben. Jetzt. Den hebe ich immer ganz gerne auf, wenn wir uns doch mal irgendwie treffen lassen. Solarexplosion, jetzt. Jawohl. Lava-Geschosse nochmal drauf. Und dann haben wir doch gleich. Solar. Nein, jetzt war ich zu spät. Ja. Habe ich selber gemerkt. Zu früh. Scheiße, wir haben auch keine Muni mehr. Dann gib mir lieber die Pistolen. Ja, super. Jetzt kurz vorm Schluss. Nein. Wenn wir jetzt sterben, das wäre. Nein. 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 Leben. Leben. Schnell. Lava-Geschosse drauf. Nein. Gibt's das denn? Mit einem Millimeter Leben noch. Ach, scheiße. Das ist ärgerlich. Wir sind so gut vorangekommen. Und es lag jetzt einfach nur noch an der Munition. Hätten wir noch, keine Ahnung, 40 Schuss gehabt. Ich überspringe das hier gleich mal. Gibt's hier oben Muni? Ah, hier hätte es Munition gegeben, hier hinten. Scheiße. Naja. Was will man machen? Zumindest kennen wir jetzt schon seine Moves. Müssen wir halt nochmal kämpfen. Ich lasse den einen Tod aber drin. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, dann schneide ich's raus. Aber ein Tod ist okay. Ich hätte es trotzdem ganz gerne beim ersten Mal geschafft, weil ich habe eigentlich relativ schnell kapiert, was er für Moves macht, wie wir ausweichen müssen. Es hat eigentlich perfekt geklappt, ne? Wenn wir jetzt am Ende noch ein paar Schuss gehabt hätten. Hätten wir es auf jeden Fall gepackt. Müssen wir immer ein bisschen gucken, wo die Flamme ist. Und ein paar Meter Abstand von ihm ist auch nicht verkehrt. Aber es geht gut voran. Aua. Ich sollte das nicht mehr sagen. Wir haben ihn schon ein Drittel abgezogen. Diese wandernde Flamme ist irgendwie relativ schwacher. Sie ist sehr langsam und auch nicht so extrem zielgerichtet auf mich. Da fand ich die ganz am Anfang von dem Captain schlimmer. Aber ich habe eh irgendwie das Glück in dem Spiel. Nein! Immer kurz, also immer zu sterben, so wenn der Gegner noch 1 Millimeter hat. Wir hatten das bei der Spinne schon. Jetzt bei ihm auch wieder. Also eigentlich ist es nur die ganze Zeit hin und her springen und bei dieser Solarexplosion absolut ein ordentliches Timing zu haben. Ansonsten finde ich den einfacher als manch andere Gegner. Na. Wow, shit. Jetzt hat er uns ein paar Mal hintereinander getroffen. Nicht so cool, wir brauchen unbedingt Leben. Nein. Mist, hier brennt alles. Leben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal zwischendurch schon mal ein bisschen Munition holen gehen. Ich glaube, das wäre angebracht. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Danke. Sogar auf uns gehört, ne? Sind die überhaupt getroffen? Aua, shit. Jetzt wollte ich gucken, ob die getroffen haben. Nicht drauf geachtet, dass er wieder eine Solarexplosion macht. Kann das sein, dass ich hier zum Ende jetzt wieder so schlecht werde, dass wir gleich sterben?
brauchen mehr Leben. Jetzt sind wir wieder voll. Jetzt haben wir ihn gleich. Oha. Komm schon. Stirb halt. Nochmal Lavageschosse drauf. Jetzt haben wir's. Na, ein Glück. Ganz schön penetrant. Diese Welt wird untergehen. Und was bleibt dann übrig? Ohne uns? Junge, Junge, Junge. Was war denn mit ihm los? Ich dachte, wir haben ihn getötet. So behandelst du Leute, die dein Leben retten. Ich wusste, mein Orakel ist Gold wert. Sie hat exakt gewusst, wo du begraben warst. Bin raus. Dein Wort. Deal ist Deal. Du kannst gehen. Und deine scheiß Prophezeiungen sind nicht unser Problem. Der Angriff. Sag mir, dass er die Kopfschmerzen wert war. Gute Nachrichten. Es war natürlich ein Blutbad. Aber während du diese Abscheulichkeit beschäftigt hast, haben wir die Front erobert. Kann ich dich nicht zu bleiben überreden? Das Leben hier ist gut für die Veränderten. Der Ruhm der Schlacht, Frauen, Männer, man liegt dir hier zu Füßen. Danke. Ich muss woanders hin. Osten? Der Steinbruch ist überrannt. Dahinter liegt das Ende der Welt. Was sollst du für Goodman denn so finden? Sag schon. Du bringst uns durchs Minenfeld. Das war unser Deal. Marshall Bailey kennt den Weg. Sie wird in den Konvoi führen. Was? Auf gar keinen Fall! Leite uns per Funk, zeichne eine Karte. Wir nehmen sie nicht mit. Wir? Hab nie gesagt, dass du mitkommst. Du wirst hier bei uns immer ein Zuhause haben. Ich glaube aber nicht, dass du das überleben wirst. Jetzt verpiss dich. Ich will dich nicht auch noch babysitten. Ich kann auf mich aufpassen. Nicht da, wo wir hingehen. Hey, jetzt warte! Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Tina! Was war das? Hast du grad? Und darum weiß ich genau, dass ich mit dir gehen muss. Die Anomalie hat auch mich vermurkst. Aber ich habe nur Visionen. Schreckliche. Schon mein Leben lang. Bloß eine. Eine ist wunderschön. Dieser Planet. Nur fruchtbar und grün und weit in der Zukunft. Und es ist immer jemand da, bei mir. Ich kann nie das Gesicht sehen, aber die Stimme ist deine. Was auch immer du tun wirst, wird funktionieren. Denn ganz am Ende sind wir auf dieser Wiese zusammen. Ach, wie schön. Wollen wir doch mal hoffen, dass es so endet. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Habt ihr gesehen, wie schnell die Kurzen gekippt haben? Es ging immer nur so. Hup. Wer kennt's nicht? Prost, hup. War irgendwie ein bisschen witzig. Hätte man vielleicht etwas langsamer gestalten können. Ich bemerke es schon gar nicht mehr, wenn Bomben und Raketen hochgehen. Mir fehlt sogar was, wenn sie aufhören, um nachzuladen. Tja. Dann merkst du erstmal, was für eine Welt du lebst, ne? Ich dachte erst die ganze Zeit, es war nur ein Traum, aber nein, wir haben wirklich gegen Moloch gekämpft.
wurden dann anscheinend begraben. Aber er ist auf jeden Fall nicht tot. Wir haben ihn nicht umgebracht. Wir haben ihn nur zurückgeschlagen, sozusagen. Naja, wir gucken mal, ob es irgendwas Schönes gab an Items. Hier haben wir immer noch die Lavageschosse drauf. Das ist alles grün, das kann weg. Hier haben wir auch was mit Lavageschosse drauf, aber ist schlechter. Und wir haben hier auch Lavageschosse. Dann weg. Hitzewelle verursacht Schwäche. Grün, kann weg. Auch grün, kann weg. So, hier müssen wir mal gucken. Ich würde die langsam mal ein bisschen verbessern wollen, die Waffen. Wir haben zwar hier stärkere, aber es ist halt alles nur grün und blau. Das möchte ich nicht. Wir sind schon wieder eine Stufe hochgestiegen. Hier gibt es nochmal 10% Leben. Wir gehen jetzt erstmal größtenteils den Weg hier. Wir können die ja jederzeit wieder zurücksetzen. Und das Stück für Stück anpassen. Aber wenn wir solo unterwegs sind, dann habe ich doch ganz gerne Max Leben. Also so viel Leben, wie halt geht, ne? Und gerne auch noch ein bisschen mehr Schaden. So, wo kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Darf ich hier durch? Irgendwie nicht. Wir haben zwar hier allen den Arsch gerettet, aber durchgehen ist trotzdem nicht. Hier oben ist die Nebenmission, die nehmen wir dann gleich an. Kommen wir jetzt hier an der Bar vorbei? Ja. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal vorgehen zum Zahedi. Wir haben hier noch einen Händler, da könnten wir auch mal vorbeischauen. Die Bestien kommen, wir werden sehen. So. Dass wir da mal wieder ein bisschen reinschauen. An sich, ich mag unsere Waffe sehr. Ich finde auch das alles cool, aber wir könnten Attribute erhöhen. Jetzt können wir mal gucken. Lebensentzug kostet 51 pro Stufe. Und wir haben davon 104. Das heißt, wir könnten es ganz... Also zweimal pimpen macht 0,4% mehr. Machen wir. Egal, dass wir jetzt aktuell so wenig haben. Wir machen noch einen auf Rüstungsdurchschlag. Können wir hier mal noch gucken, was wird es hier noch? Bonus Waffenstärke, Abklingzeit lassen wir. Der Rest ist blau. Was können wir hier noch? Durch Killshots erhältst du 20 Sekunden lang einen Bonus von 15% auf Fähigkeitsentzug. Wenn in deinem aktuellen Magazin nur noch 50% oder weniger Munition ist, kannst du eine Rolle vollführen, um all deine ausgerüsteten Waffen schnell nachzuladen. Und das hätte ich mal vorher wissen müssen. Können wir das hier probieren? Kommen hier nicht in die Waffen, ne? Nee, leider nicht. Sonst hätte ich das hier gleich mal probiert. Dann machen wir das nächste Mal, wenn wir draußen sind. Dann schauen wir mal, ob das cool ist. Weil eigentlich rollen wir uns sehr viel hin und her. Und wenn das cool ist, behalten wir das. Ein Tag Garantie, völlig kostenlos. Wahnsinn. Vielen Dank. Hat aber auch nur Müll-Elite-Angebot, ist cool, kostet aber alles Schrott. Und wir könnten ihm wahrscheinlich, wir könnten ihm Eisen verkaufen. 25 Stück. Für 31 Schrott. Auf gar keinen Fall. Nee, mein Freund, das kannst du vergessen. Bevor wir uns weiter zum Steinbruch machen, gucken wir hier mal noch nach Nebenquests. Ich glaube, diese komischen Tatzen, das müsste hier in der Bar drin sein, das müsste dann die nächste Bestie sein, die wir erledigen sollen. Verwundeten sind mehr geworden. Wir gucken mal Greybeard, was er zu sagen hat. Siehst du, wer ist da? Ich bleibe nicht lang. Bitte, meine Tochter, sie ist jenseits der Trümmerzone. Was ist mit ihr geschehen? Als der letzte Krieg ausbrach, geriet sie auf die Rebellenseite der Trümmerzone. Aber da ist jemand, eine Schmugglerin, sie riskiert ihr Leben, bringt mir ihre Briefe und trägt meine Pakete zu ihr. Essen, Medizin, was ich so Nützliches auftreiben kann. Nur so kann ich sie am Leben halten. Und jetzt hat so eine Vernichtungsrakete mir das Bein zerfetzt. Komme ich nicht vor Einbruch der Nacht hin, ist die Schmugglerin weg. Als Lohn gäbe ich alles, was ich hab. Doch niemand traut sich in die Zone. Mir bleibt nicht viel Zeit.
Ich will, dass Theresa meine letzten Worte liest und weiß, dass ich so lange kämpfte, wie es ging, und schickte, was ich nur konnte. Na schön. Gib mir das Paket. Ich finde die Schmuggler. Das machen wir natürlich für den guten Craybeard. Schmuggler finden will, sollte ich zur Trümmerzone. Machen wir. Wir machen aber erstmal an der Stelle ein Folgenende und gucken wir dann mal, dass wir die Schmugglerin nächste Folge treffen, um ihr das Paket zu geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.